Da fragt mich neulich der bosnische Wunderheiler Ivo Prophet. Ivo Prophet oder Voltaren? Da sag ich zu ihm, ich renn nie, ich bin Cortison und meine Mutter ist der Nicorette. Ich bin völlig Audan erzogen. Da sagt er, und ich bin Ivo Prophet und Aspirant von Doc Holliday. Da sag ich, und meine Schwester ist die Aspirin. Sie hat zwar ein bisschen einen Komplex, aber sie sieht blend damit aus. Da sagt er, meine kleine Schwester, die Camilo San, die ist richtig geil. Und die Schwester Vivinux ist sehr lipoaktiv. Deshalb hat sie ja oft so ein Wob Enzyme an der Backe. Mein Bruder, der Jüngere, der Thomas Birin, spielt gern Omega 3. Und der Baldrian, der Ältere, geht im Herbst gern in die Alpezin und in die Dolormin. Da spielt er immer oben in der Hütte auf seinem Imodium, geht wandern im Kalziumgebirge und sammelt keine Steine im Winter für die Viecher. Das ist gut für die Biotherm. Das Mädel vom Baldrian ist auch ein bisschen Dextroenergen und sehr extrakt, aber sonst sehr siehst du wohl. Da sag ich zu dem Ivo-Prophet, meine Schwester aus Berlin ist also eine ganz laktulose Hexal. Sie hat jetzt wieder irgend so einen neuen Bepanthen, den Elmex, so glaube ich heißt er. Ach, schon wieder so ein Zovirax, habe ich mir gedacht. Aber sie sagt immer, er hat so einen großen Phenistil und Mordspenicillin. Der schaut ein bisschen isotonisch, aber insgesamt ist er sehr mobilater Typ. Und er hat einen guten Job beim Sekretservice. Der ist Placebo bei der Virenpolizei. Ich glaube sogar, der ist bei der Kripostat. Vielleicht hat er ein bisschen Vitamin C geschmiert oder er kennt jemand bei den Bollen. Aber mir ist es egal, wichtig ist, dass man gewohl. Ich holt ja nichts von so einer schnellen Weg Medienheit. Ich brauche zwar nicht gerade einen klosterfreien Melissengeist, aber ein bisschen Doppelherz muss schon dabei sein. Ich bin kein so ein Ratio-Pharma-Typ und steck meine Nase Wien nicht überall rein. Ich bin mehr so ein Typ, der sich was anschauen tut. Ein kleines Kirchel oder ein kleines Kondom mit einem Marmorsakrodan drin. Oder ich mache mal eine Reise nach Spanien zu den Bastillen. Oder ein schönes Konzert an der Costa de la Luz von Bastillo mit der Sängerin Monsterate Cabaret. Dann schiebe ich mir ein Eurobucks rein und mache mir es bequem in dem großen Hansablast. Denn ich mag es nicht sofort. Da habe ich meine Gattin dabei, die Vivi mit. Manches Mal vor ihr Onkel mit, der Odol. Der Odol mit. Da bin ich glücklich. Da wische ich mir sonst nichts mehr. Der Onkel ist fast so eine Art Menthol von meiner Frau. Der Gehirn zusammen wie ein Magnesium. Da sagt der Ivo-Prophet zu mir, da haben sie aber Glück, dass das alles so passend tut und dass es kein Diclofenac gibt innerhalb der Familie. Ja, sag ich, das ist so eine ganz dextrogene eine Verbindung. Wobei man sagen muss, es ist nicht alles Golden Gate, was glänzt. Manches Mal ist ein Spalt dazwischen und da brauchst du dann schon ein Melabon und eine Mullbinde, dass du das alles ertragen kannst. Jetzt nur noch eins am Schluss. Tut's mir bitte bei der nächsten Wahl nette Benaten wählen.